Herr Präsident, hohe Vertreterin! Ihr Traum, so sagten Sie, ist die Zwei-Staaten-Lösung in Israel. Und was hat die Europäische Union nun dazu beigetragen in der Vergangenheit? Sie hat beigetragen dazu mit einer Kennzeichnungspflicht für Produkte aus Judäa und Samaria. Sie hat beigetragen mit der Finanzierung illegaler Bauwerke in der Zone C. Und Sie wissen, dass für die Sicherheit in der Zone C Israel nach wie vor verantwortlich ist. Unter den aktuellen Bedingungen wäre eine Zwei-Staaten-Lösung ein israelischer Suizid. Das ist bedingt durch die Topografie in der Region. Und Sie wissen das. Solange die Europäische Union illegale Bauwerke in der Zone C in Judäa und Samaria finanziert, werden israelische Bulldozer rollen. Und sie werden zu Recht rollen, Frau Kollegin Auken. Und sie werden für die Sicherheit Israels rollen. Und das sollte im Übrigen in diesem Parlament auch im Interesse von uns allen sein.